Liebe Freundinnen, liebe Freunde, dass ich hier vor euch gerade in diesen Tagen stehe, ist für mich historisch gesehen ein großer Glücksfall. Mein Urgroßvater musste im Ersten Krieg gegen Deutschland kämpfen. Meine Oma floh im Zweiten Weltkrieg vor den Nazis. Ein Großteil ihrer Familie ist im Holocaust umgekommen. Jahrzehnte später wuchs ich in der Sowjetunion auf, im Glauben, dass die Menschen in Westdeutschland alle unsere Feinde sind und die Menschen in Ostdeutschland alle uns ergebenen Brüder und Schwestern. Alle von uns, viele von uns, können solche Geschichten in diesem Saal erzählen. Sie unterscheiden sich, aber allen diesen Geschichten ist eins gemein. Es geht ständig um Grenzen und Grenzverschiebungen und darum, wie diese Grenzverschiebungen Menschenleben gekostet haben. Was für ein Glück, dass wir diese Geschichten nur noch erzählen und nicht mehr erleben müssen. Was für ein Glück, was für Europa. Aber Europa, meine Freundinnen und Freunde, ist nie fertig. Und wir sind angetreten, es zu gestalten. Wir stehen vor zwei existenziellen Problemen, zwei Herausforderungen, die Klimakrise und der Kampf um unsere Demokratie. Wenn Umweltaktivistinnen in Ungarn für 2 Jahre Haft verurteilt werden, nur weil sie gegen ein Audi-Werk im Naturschutzgebiet protestieren, wenn Richterinnen in Polen administrativ verfolgt werden, nur weil sie falsche Urteile fällen, wenn ein Bürgermeister in Italien verhaftet wird, nur weil er Flüchtlinge in seinem Dorf untergebracht hat, dann läuft etwas schief, meine Freundinnen und Freunde. Dann müssen wir um Europa, in Europa kämpfen. Wir müssen für ein freiheitliches Europa, für ein rechtsstaatliches Europa kämpfen, meine Freundinnen und Freunde. Wir, Bündnis 90 Die Grünen, wir haben das Zeug dazu. Wir wollen die Grundrechte in der EU stärken. Wir wollen Freiräume für Zivilgesellschaften sichern. Ich habe selbst einige konkrete Vorschläge in unserem Wahlprogramm untergebracht und ich freue mich darum. Nun müssen wir die umsetzen, alle gemeinsam. Ja, Rechtsstaatlichkeit ist keine Selbstverständlichkeit, das ist harte Arbeit. Und an dieser harten Arbeit von Jan-Philipp Albrecht und von vielen anderen will ich anknüpfen, wollen wir alle anknüpfen, mit eurer Unterstützung. Aber Vorsicht, Vorsicht, es geht nicht darum, selbstgerecht Polen und Ungarn zu belehren. Darum geht es nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben selbst genug demokratische Hausaufgaben zu erledigen, hier in Deutschland. Wenn der Innenminister von NRW von einem gesunden Volksempfinden spricht, wenn er über Gerichtsurteile spricht, dann haben wir wirklich Probleme hier bei uns. Und dann müssen wir, Bündnis 90 Die Grünen, der CDU, ganz klar, ganz offen sagen, die Rechtsstaatlichkeit fängt in Deutschland an. Wir sagen Ihnen ganz klar, meine Damen und Herren, meine liebe Freundinnen und Freunde, wer glaubt, mit der Methode Viktor Orban zu flirten, der bekommt von uns eine entscheidende, eine klare Abfuhr, auch im Europaparlament. Und das bedeutet auch, liebe Freundinnen und Freunde, europäische grüne Politik darf den Blick für unsere Nachbarschaft nicht verlieren. Wir Bündnisgrüne werden ja gelegentlich kritisiert, wir würden zu hart mit Moskau oder Ankara umgehen. Ach was, liebe Kritikerinnen und Kritiker, ach was, wir lieben Menschen in der Türkei und wir lieben Menschen in Russland, wir lieben ihre Freiheit. Ja, wir lieben die Versammlungsfreiheit von Alexei und wir lieben die Gesundheit von Piotr und wir lieben die Kunstfreiheit von Nadja und die sexuelle Orientierung von Ali. Wir lieben Pressefreiheit von Meschalle und lieben die Meinungsfreiheit von Osam. Aber worauf wir nicht stehen, ist der nackte Oberkörper von Wladimir oder die Paläste von Tajib. Applaus
Liebe Freundinnen, liebe Freunde, was mir sehr wichtig ist, wir Bündnisgrüne müssen eine überzeugende Antwort finden auf eine andere Herausforderung, auf den Hass. Auf den Hass gegen Musliminnen und Muslime, gegen Sinti und Roma und gerade diese Tage auch gegen Jüdinnen und Juden. Ich als Jude habe immer schon eine ganz klare Antwort darauf gehabt. Klare Kante gegen Antisemitismus, aber nicht gegen, sondern mit anderen Minderheiten. Das ist die grüne Antwort, meine Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Das ist unsere Antwort. Und auch für diese Europaliste gilt, dieser ist die Antwort auf die Einfalt der Rechten, unsere Vielfalt auf dieser Liste, mit Romeo, mit Katrin, mit Terry, dieser Vielfalt bringen wir nach Europa und gestalten Europa, liebe Freundinnen und Freunde. Dafür bin ich da, dafür stehe ich zur Verfügung und würde ganz gerne darum mitkämpfen. Das ist unsere Zukunft, das ist unsere Vielfalt, das ist unser Rechtsstaat, das ist unser Europa.